Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Ja, super. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Das macht es nicht besser. Ja, ihr Lieben, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge gesehen. Wir sollten eigentlich einen ganz simplen... sollen wir mit ihm reden? Ne, wir sollen ihm folgen. Ganz simplen Alkohol-Deal begleiten. Leider Gottes hat man uns bezahlte Cops auf die Nase ge... Ach, du ahnst es nicht. Alter, was schreist du rum? Ich habe gerade keine Ahnung, das wird nicht gut enden. Weil das ist Scheißwetter, das ist, apropos Scheißwetter, draußen ist es schön herbstlich. Ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade am Rechner hänge. Hätte ich sonst auch nicht, aber... Was rennst du so vor, mein Freund? Oh, das sieht nicht gut aus. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Ja, ich hab's mir angesehen und nu? Sie haben die Leichen hierher geschleppt. Ganz toll. Was haben wir da? Notiz lesen. Kanadischer Reisepass. Personenbeschreibung. Name Joseph Tremblay. Beruf Flaschenabfüller. Geburtsort Winnipeg, Kanada. Geburtsdatum 6. Oktober 1899. So alt bin ich noch nicht. Augenfarbe grau, Haarfarbe rot. Na dann. Wer bist du? Arme Kerle. Ja. Und was auch immer ich da jetzt eingesammelt habe. Waren das Molotov-Cocktails? Ich will mich hier noch mal ein bisschen umgucken. Sie haben auf uns gewartet. Wir sind tot. Wir sollten gehen. Sofort. Oh, Alter, jetzt krieg ich wieder ein. Kann ich da rauf? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, vielleicht hätte er sein können. Hast du was gehört? Was soll ich denn gehört haben? Hier spricht ja keiner. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir doch da raus. Ich tue es einfach mal. Was kommst du denn jetzt so angepäst? Was? Weiß gar nicht, was wir hier. Ach, Scheiße. Scheiße. So. Arschlöcher. Penner. Oh, 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 oh. Du hast doch wieder ein Maschinengewehr, du Arsch. Zeig dich. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich den Molly werfen kann, wäre das schön. So, was haben wir denn da? Dienstrevolver? Weiß ich nicht. Wir testen das einfach mal. Halbautomatisch. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. So, die Jungs sind aber auch weg. Was okay ist. Guck ich nochmal hier. Vielleicht ist hier irgendwo ein Medikit oder so. Man weiß es nicht. Hier geht es wahrscheinlich raus. Ne, geht's nicht. Da ist irgendwas. Da ist auch was. Auf jeden Fall irgend so ein Sammelzeug. So, Notiz lesen. Anweisung für die Grenzwache. George, ich weiß aus sicherer Quelle, dass seit Jahres Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet.
Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fusel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir gerade geredet haben. Warte die Nacht hindurch und sag den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fuseln einbringen. Gute Jagd. Na dann? Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Ganz offensichtlich. Aber sowas wie Hells ist hier nicht, ne? Ich meine, ich würde es sehr nett finden, wenn es hier irgendwo Hells gäbe. Aber sieht schlecht aus. Okay, da hinten ist das nächste Gebäude. Hey, da oben in der Scheune ist was, Tom. Ist da was? Aber ihr möchtet nicht vorgehen, ne? Au, 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 au. Viel abkönnen tue ich nicht mehr. Hells wäre ein Träumchen. Krieg dich wieder ein. So langsam sicher passiert das. Wo ist denn der Arsch? Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Da. Komm raus. Danke. Da muss aber noch. Weißt du was? Du gehst mir echt ganz schön auf die Nüsse, mein Freund. Oh oh, mein Deckung. So. Da draußen ballert einer mit meinem G durch die Gegend. Auch nett. Notiz lesen. Farm-Verkaufsplakat. Öffentliche Versteigerung. Nach der Plünderung der Corps Farm und der Zwangsverstreckung des Geschäfts J. Smith & Sons. Habe ich überhaupt? Nee, habe ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich starte jetzt mal. Smith & Sons durch die Grand Imperial Bank Lost Haven werden am Dienstag, ab dem 1. August 1932, Vermögensgegenstände bei einer öffentlichen Auktion verkauft. Na dann. Da draußen ist noch fettes Fratzen. Ah, das habe ich gesucht. Hier noch. Munition. Ja, ach, halt die Fresse. Ich guck mich gerade noch um, Mann. Nervt doch nicht. Ja, das hatten wir schon. Okay. Ich glaube, mit der Shotgun werde ich hier nichts. Nicht wirklich. Ach, Scheiße. Wie ich das hasse, wenn die mit Mollys durch die Gegend werfen. Wieso habe ich den nicht erwischt? So, der ist weg. Da ist noch einer. Scheiß Geblitze. Warte mal, ich muss mal einfach schauen. Wie werfe ich zum Teufel einen Molotow-Cocktail? Habe ich noch nie gemacht. Steuerung. Neubedingung der Tasten. Interagieren in der Körper. Karte, Nahkampf, Bremse, Hupe. Das ist alles während der Fahrt. Waffen. So. Aha, Q. G und Q. Okay. Zum Werfen. Na du Arsch. Du Penner, ey. Du Penner. Nochmal. Okay. Okay. Ich brauch gar keinen Q drücken. Ich hab keinen mehr, oder was? Du brennst übrigens. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ah. Oh. Treff den von hier nicht. Ach, halt die Fresse.
Dachte, ich könnte das auch kaputt schießen. Ja, mit der Shotgun nur noch 5 Schuss. Das ist nicht viel. Na gut, dann geht's halt noch einer vorne. Autsch. So. Weiß ich nicht. Gefällt dir das? Runter. Warten, dass das Held sich ein wenig erholt. So, der müsste weg sein. Der übrigens auch. Ne, der lebt noch. Jetzt müsste der weg sein. Auf was oder wen schießt die da denn noch? Ich sehe gerade nicht. Ich sehe gerade niemanden, auf den die schießen können. Gib mir die Knarre. Jungs, auf wen oder was schießt ihr? Wisst ihr das eigentlich? Ich sehe es nämlich nicht. Na, da geht's nicht weiter. Irgendwo müssen wir doch rein, oder? Wie seht ihr das? Irgendwo muss es doch reingehen. Irgendwo muss hier ein Eingang sein. Kann ich mal nachladen. Wieso sehe ich hier keinen Eingang? Ich habe gerade keine Ahnung. Weil die noch auf irgendwas schießen und ich weiß auch was. Auf jeden Fall treffen sie nichts. Auf was zielt ihr denn? Ach da, den habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich den nicht gesehen? Mann, bin ich blind. So. Gott sei Dank, wir müssen zu ihm. Den habe ich echt nicht gesehen und der hat auch nicht auf mich geschossen. Warum auch immer. Passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Mhm. Außer uns. Hey, Polly. Ah, sieht nicht so gesund aus. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Eine Kugel verpasst? Danach sieht es zumindest für mich aus. Was abbekommen? Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Ich glaube fast Tommy. Nicht. Hm? Bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Aha. Okay. Scheiße! Irgendwas sagt mir, dass es das hier noch nicht war. Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar haben wir das. Ich wusste, dass es das noch nicht war. Es war so verdammt klar. Hallöchen. Gott sei Dank bist du gekommen. Mhm. Ich bin da jetzt gerade nicht so glücklich drüber, wenn ich ehrlich bin. Komm, Tom, mach sie alle. Ich bin hier, Mann.
Oh, Alter. Autsch. Munition gibt's hier zumindest, aber nichts zum Heilen. Schau nochmal. Doch, hier gibt's Heilung. Finde ich auch. Lass mich in Ruhe. Arschloch. Unten ist auch Hals. Herzlichen Glückwunsch. Ich hole mir mal Hells. Hallo, machst du es mal auf? Danke. Glaube ich, werde auf den Shotgun wachsen. Scheiße, der Platz ist kacke hier. Muss wieder nach oben. Von hier oben wird das nicht, der will hier hoch. Ja, das war der Plan. Oh, Scheiße. Jo, Mahlzeit. Du stirbst aber komisch, mein Freund. Ja, ich heile mich ja nur kurz. Mein Held ist auch schon wieder richtig runtergegangen. Starten mit deiner MP. Ich glaube auch. Och Mann. Oh Mann, das ist nicht so einfach. Okay, also nochmal, letzter Versuch für diese Folge. Und dann schauen wir mal, vielleicht mache ich das dann auch im Off. Ihr müsst das ja nicht sehen, wie ich in einer Tür sterbe, das muss dann ja auch nicht sein. Sehe ich einfach so. Und fortsetzen. Ich weiß es nicht. Du da unten. Hallo Freunde.
Oh Mann. Der Arsch scheint hier mehr richtig auf den Sack. Oh Mann. Leichter gesagt als getan, du Arsch. Oh Mann. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich mache das im Off oder ich probiere das im Off und werde dann entsprechend die Aufnahme dann wieder starten. Beende jetzt aber erstmal diese Folge. Bedanke mich für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.